Drei Freundinnen auf Berlin-Reise haben sich für eine Stadtrundfahrt ins Bett gelegt. Was wie ein Scherz klingt, ist die neueste Attraktion der Hauptstadt. Im sogenannten Bettbike kann man die Sehenswürdigkeiten aus der Horizontalen erkunden. Kleinunternehmer Richard Eckes kam durch Zufall zu seinem außergewöhnlichen Zweitjob. Ursprünglich war ich auf der Suche nach einem gebrauchten Lastenbike für einen ganz anderen Zweck und habe dann von diesem Bettbike erfahren, das für eine Hotelkette damals, also im Auftrag einer Agentur, gebaut worden ist, danach aber eingemottet wurde und rumstand. Aus dem scheinbar nutzlosen Bett entstand ein Gefährt, das an Romantik sogar das Kutschenfahren zu überflügeln scheint. Das dachte sich auch dieses Pärchen auf der Suche nach Zweisamkeit mitten in Berlin und wurde fündig. Wem die einstündige Rundfahrt für etwa 45 Euro zu aufwendig ist, kann sich auch einfach vor dem Brandenburger Tor im Bett erwischen lassen. Richard Eckes kutschiert nicht nur, er fotografiert auch seine Gäste. Wenn man dieses Bett so fotografiert, dass man das Bike vorne nicht sieht, steht wirklich das Bett egal wo, ob nun an der Würstchenbude oder eben auch vorm Reichstag. Ob ausgiebiges Kuscheln während der Rundfahrt oder der schnelle Spaß beim Fotografiertwerden, das Bettbike begeistert. Eine ganz neue Erfahrung. Ja, auf jeden Fall. Aber schön, ja. Ja, und es ist vor allen Dingen was Cooles für abends, wenn man dann unterm Sternenhimmel fährt, dann kann man einfach hochgucken. Und noch etwas Gutes hat das Bettbike. Zwistigkeiten unter Freundinnen werden ohne Verletzungsgefahr aus dem Weg geräumt. Nach so viel Anstrengung kann man auch schon mal die Augen schließen und von weiteren Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt träumen.